Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zur weiteren Ausgabe von Fallout 4. Das, was ich vorhin getrunken habe, das war auch schon wieder zu viel. Ja, wir sind nach wie vor auf der ewig während der Mission der Inselbevölkerung zu helfen. Im letzten Part sind wir ganz, ganz unglücklich verstorben, weil sich an einer Wakba-Typ selber in die Luft gejagt hatte. Ich bin viel zu leichtern für sowas. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Das war dämlich. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, meine Freunde. Ciao. Alter, wenn es denn unbedingt sein muss. Und da wir leider in Begleitung gewesen sind, hatten wir nicht den Bonus, den wir durch einsame Wanderer haben. Und sind deswegen verstorben, denn wir haben nämlich einen ordentlichen Boost, wenn wir allein unterwegs sind. Und allein unterwegs sind, da haben wir einfach mal alles. Wir haben alles, wir können alles aushalten, machen mehr Damage, können mehr tragen. Das ist einwandfrei und super. Genau, und jetzt werden wir uns auf den Weg machen. Zuerst müssen wir für die Inselbevölkerung ein paar Ghule töten und dann müssen wir Werkzeug beschaffen. Das war irgendwo hier drüben. Genau, Ghule und Werkzeug. Werkzeug war ganz da drüben gewesen. Wir brauchen das gute Zeug, den heißen Scheiß brauchen wir. Nicht irgendwelches Werkzeug, ne? Wir brauchen schon das ganz gute Zeug. Also machen wir uns auf den Weg. Wir werfen nochmal kurz einen letzten Blick auf unsere Behausung. Ja, und machen uns dann mal los. So. Geschütze, ihr passt gut auf mein Zuhause auf und auf den alten Longfellow, welchen wir jetzt nicht mitnehmen. Aber es ist begründet, weil alleine sind wir halt jemand, der was reißen kann. Ne? Wir können alles überstehen. Atomexplosionen, Todeskrallen, alles. Wir können alles überstehen. Wir können es halt nicht überstehen, wenn wir halt in Begleitung unterwegs sind. Das ist eine traurige Wahrheit. Was bedeutet, wir sind mehr oder weniger gezwungen, alleine loszuziehen. Alleine. Ich komme damit klar, das stört mich jetzt nicht. So, da der Longfellow zwar davor gewarnt, dass wir die Straße verlassen und einfach so in den Nebel reingehen. Moment, da war was. Aber ganz ehrlich, was sonst würde schon passieren? Ich meine, wir one-hitten alle Gegner, die uns entgegenkommen, dann ist gut. Die Ruine sieht interessant aus. Oh, was haben wir denn hier? Das Hotel, ist das nicht sogar das mit den ganzen Robotern? Fragezeichen. Aber gut, das mit den Mordfallen, mit den Robotern, das wollten wir ja ein anderes Mal machen. Doch, das ist das Hotel, genau. Denn da drüben haben wir nämlich den Roboter und der Roboter hat uns ja das Quest gegeben. Da gehen wir jetzt nicht hin. Wir verstecken uns vom Roboter. Ich frage mich nur, wenn das Modell Mr. Handy heißt, wie nennt man dann die weibliche Variante? Frau Handy? Mrs. Handy? Oder wir machen mal die neue Waffe. Wir können auch mit der neuen Waffe mal ein bisschen zuhauen. Nicht zum Plündern, okay. Schneemann bauen und Schneeballschlacht. Winter ist so schön. Hat geschneit die ganze... Ach, das war das Ding gewesen, ja. Dann gibt es noch erst Löwekasten und Ghule. Ich will die jetzt nicht unbedingt triggern. Ich will einfach nur... Stimpak und Weatherway und Abhau weg. Hören ab. Schneemann bauen und Schneeballschlacht. Winter ist so schön. Hat geschneit die ganze Nacht. Wir wollen rodeln gehen.
Wir wollen rodeln gehen. Fuck, ich weiß, im Klohäuschen ist noch jemand. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Da in der Bude ist auch noch jemand. Falsche Waffe, da wollen wir ja Munition sparen. Ach, komm schon. Aber gut, wenn ihr Nahkampf wollt, kommt ruhig her. Komm her. Ich habe keine Angst, komm. Bam. Backst ein bisschen fest, was? Erwischt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir machen One-Hit. Klo ist jetzt noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Haben wir den beim letzten Mal gefunden? Ich glaube nicht. Ja, dort in dem Häuschen, da ist noch jemand. Moment. Den kümmern wir uns noch. Oh. Scheiße. Komm her, ich hab keine Angst. Komm her. Ah, guck mal. Sehr geil. Wir haben dasselbe Gewehr bekommen, wie wir letztes Mal, wo wir gestorben sind. Alle Gule gefunden. Wunderbar. So. Holen wir Werkzeug. Werkzeug, ich komme. Nicht vergessen, ab und zu findet man hier auch Power-Rüstungen. Wäre cool, wenn jetzt eine rumstehen würde. Ich habe zwar keine Fusionskerne, aber egal. Haben. Da bin ich halt so ein wie Tony Stark. Einfach haben. Oh, ganzes Flugzeug hier. Bäm. So ein ganzer Kriegsbomber. Alter, Finne. Ja, so ein ganzer Kriegsbomber. Fett. Ne, Passagiermaschine. Okay. Sah aus wie ein Bomber. So vom... Von der Form her. Gibt's aber rein gar nicht zu plündern. Oh, warte. Location gleich gesichert. Moment. Warte, was war das? Koffer. Gib her. Gib her. Ach, stimmt ja. Hier hat sich ja so ein Züchter hier gelassen. War das nicht das Gebiet? Ich glaube, wir gehen mal hin und sagen Hallo. Ja, ich glaube, hier hat so ein Züchter gewohnt, genau. Ja, doch, ein Hundezüchter, von denen konnte man Hunde kaufen, genau. Wo ist der Mann denn? Wo ist er denn?
Er scheint nicht hier zu sein. Genau, der hat nämlich verschiedene Hunde auch noch. Genau, der hat nämlich verschiedene Hunde und deswegen können wir auch mit einem Mutanten durch die Gegend laufen. Das muss nicht unschön werden. Wer da auch drin ist, komm langsam raus. Ach, da ist er, Ericsson, das ist der Erik. Guck mal, mit dem reden wir jetzt. Was wolltest du da oben in meinem Lager? Du bist ein Supermutant? Komisch, dass du mich nicht angegriffen hast. Tja, vielleicht solltest du keine so voreiligen Schlüsse ziehen. Also, ich will keinen Ärger. Ich habe mich von der Gruppe getrennt, mit der ich hergekommen bin. Ich hab die Dinge einfach anders gesehen, als wir herkamen und hab's nicht mehr ausgehalten, wie die anderen Supermutanten sich aufführten. Ich bleib hier oben und trainiere meine Hunde. Ab und zu handle ich auch. Also mit denen, die nicht auf mich schießen. Das muss bei uns ja nicht anders laufen. Komm hoch, wenn du möchtest. Wieso kann ich mit Erik jetzt nicht reden? Okay, ich glaube, du musst erst oben sein, damit wir mit ihnen handeln können oder so, keine Ahnung. Folgen wir dem Mann erstmal. Ich weiß, Supermutanten sind geschlechtsneutral, aber egal. Alles in Ordnung? Ja, ihr seid in Ordnung. Tut mir leid, dass ich die Waffe auf dich gerichtet habe. Aber ich werde nervös, wenn jemand meine Hunde töten könnte. Hier ist bestimmt irgendwo ein Bett, wenn du dich ausruhen willst. Warum hast du die Menschen nicht, so wie der Rest deiner Art? Mir wurde so vieles klarer, als wir herkamen. Wer weiß, vielleicht ist es der Nebel. Ich sehe einfach keinen Sinn darin, sich gegenseitig umzubringen. Wow, hast du diese Hunde abgerichtet? Ja, als Wachhunde. Aber man kann nicht alle trainieren. Du lebst hier draußen ganz allein? Irgendwelche Tipps zur Insel? Am Südzipfel der Insel steht ein Leuchtturm. Da wohnt eine große Fallenstellerfamilie. Interesse an einem Handel? Vielleicht. Sehr basshaltige Stimme hat der Mann. Okay. Oh, stimmt, wir können ja selber Fallen legen. Ja, da war ja was. Fleischerhaken, Alter. Fettes Ding, allerdings haben wir ja kein. Er hat Fusionskerne. Guck an. Köterkeul nimmt doch gerne. Kryozellen, Alter, Mann hat alles. Plasma, Raketen, der hat alles. Oh, Teddybär. Ach, wie süß. So gut hat mit Teddybär, ne? Der kann doch gar nicht böse sein. Blairfliegenfleisch, das können wir noch selber zubereiten. Lecker. Zu essen sage ich nie nein. Ja, immer mitnehmen, was geht. Aber genau die Munition, die wir brauchen, hat der Mann natürlich nicht. Schade. Doch, hat er. Wie gesagt, ich werde da nicht mit zu viel durch die Gegend laufen. Hier 20. Wir müssen auf unser Gewicht achten. Das klang falsch. Hier, wir haben Plasma. Das kannst du gern kriegen. Jetzt sehen wir Millimeter mal noch. Kleidung, haben wir irgendwie Kleidung, was wir dir noch geben können? Ja, die Strickmütze könnte dir auch gut stehen. Oder wir setzen das Ding alten Longfellow auf. Wäre auch eine gute Idee. War schön mit dir zu handeln, Keule. War schön mit dir. Erstmal was stärken. Wir haben hier jetzt ein bisschen mehr Proviant. Köterkeule. Lecker.
bisschen was trinken. Wir haben noch einen Skillpunkt zu vergeben. Worin investieren wir die noch? Gib her. Jetzt sind wir reines Nahkampfmonster. Ja. Er meinte ja, können wir auch pennen, wenn hier irgendwo ein Bett ist. Blutiger Schlafsack. Nee, da will ich nicht unbedingt schlafen. Solange wir den Kerl nicht beklauen, ist alles gut. Fuck, da oben könnten wir ja auch noch hin. Da ist ein Flugschreiber. Aber verbessert, ich kann das nicht hacken. Ich kann nur Einsteiger. Ich kann nur die Einsteigerdroge machen. Und wir gehen von außen, das wäre auch eine gute Idee. Jetzt versuchen wir mal ins Cockpit reinzukommen. Hm, hat nicht ganz geklappt. Okay. Warte kurz. So. Vielleicht kommen wir ja von außen an das Ding ran. Klappt nicht. Ich sag mal so, wenn das Blech hier nicht wäre, können wir einfach durchs Fenster durchgreifen. Also können wir nicht einfach durchgreifen. Ach, schade. Okay, gut, aber wir haben ja noch einen Quest vor uns. Ach, guckt mal die Aussicht an. Das ist schön. Das ist sehr schön. Es kommt ein kleiner Wasserfall und... Oh, scheiße. Ja. Bumm. Komm, die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt alle Wunden. Wir regenerieren noch gerade wieder Leben. Das ist sehr gut. Obwohl, unsere Beine sind nicht hinüber. So. Lecker. So einfach sterben wir doch nicht. Nicht heute. Wow, sieht aus wie Skyrim. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen vom Kurs abgekommen. Das sieht interessant aus. Wir gehen mal durch. Oh, scheiße, habe ich mich erschreckt. Muss mich so erschrecken. Stopp. Oh. Alter, Alter. Oh, ich habe gerade... Habe ich mir in die Hosen geschissen? Ich glaube ja, oder? Gut, das sind keine Angler. Oh Gott, mein Herz, oh Gott. Das kam gerade sehr, 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 sehr unerwartet. Ich habe gerade ganz leicht in die Hose gemacht, ganz leicht. Wir müssen noch diesen blöden Antennen ausschalten. Oh Gott, oh Gott. Antibiotika, sehr gut. Oh, ich glaube, das da drüben könnte aber sein, ne? Das da drüben, guck mal hier. Ah, komm mal her, du.
Boah, Alter, was, wie hässlich. Oh, guck mal, Fisch. Wenn wir jetzt angeln könnten, wäre geil. Wir können den Fisch leider nicht angeln. Oder irgendwie anders was hier erledigen. Schade, dass man hier nicht angeln kann. Aber hey, für Skyrim soll jetzt demnächst irgendwas rauskommen, womit man angeln kann. Fuck, Mann. Ja, ein Filmtheater. Hier könnten überall, hier könnte überall Gefahr sein. Ich glaube, wenn mich alles täuscht, sobald wir, glaube ich, irgendwie. Hier lauern nur überall Ghoul. Wenn wir irgendwie, glaube ich, das Gebäude betreten, dann kommen überall welche angestimmt, glaube ich. Weil hier gab es irgendwie, glaube ich, so ein Signal, mit man die halt triggern konnte. Ach, da drüben. Scheiße, das sind viele. Das sind viele. Das sind sehr, sehr viele, Alter. Licht aus. Wir warten alle nur darauf, dass der Film losgeht. Enttäuschen wir sie nicht. Cool. Wir können doch ein paar Splittermine noch legen. So, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Minen hier legen. Auf jeden Fall, dass die gleich angerannt kommen. Wir wollen natürlich nicht, dass die angerannt kommen. So. Hier noch eine kleine Überraschung. Ich meine, klar, ich könnte die auch alle einzeln wegsnipern, aber nein, noch nicht. Brille. Oh, hast du eine Mütze fallen lassen, jo. Gerade noch ein paar Hörnmittelchen hat er sich auch noch gegönnt. Der Strom ist aus. Jetzt kommen sie an den Rand. Sterbt, ihr Zombies! Ja, die kommt schon hoch. Ich merke schon, ja. Kommt ruhig her, Viecher. Pam! Na, wer will noch? Wer will noch? Du willst noch, komm her. Oh, Alter, die sind ja alle komplett verkrüppelt. Quält mir. Bam! Da draußen lebt noch jemand? Irgendjemand Legendäres? Nein. Hey, das sind noch welche. Komm her, du. Immer noch Gefahr, ist nur noch welche, okay? Dann zeig dich mal. Ach, da drüben, guck mal. Und das Licht aus. Oh, Scheiße. Ruhig her. Oh, Schnapsleichenweitwurf. Na, komm her.
Kann der überhaupt noch kommen? Nee. Ha, geil. Sehr gut. Rezidenschaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Puh, das war knapp. Andere Seite können wir hochlaufen, okay. Nicht schlecht, hier könnten wir auch noch eine Pennen gehen, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns mit irgendeiner lustigen Kacke infizieren. Sehr gut. Bisschen geschlafen. Uns geht's wieder besser. Wir haben auch abgespeichert für den Fall, dass wir sterben sollten. Denn nur mit Schlafen kann man nämlich abspeichern. Tja. Psycho, Alter. Das ist eine Kriegsdroge gewesen. Die haben sich die Soldaten reingepfiffen. So. War vielleicht ein bisschen zu laut, aber egal. Klemmbrett, so. Keine Cola mehr, jetzt bin ich enttäuscht. Oh, auf der anderen Seite läuft auch noch so ein lustiger Horrorstreifen. Sehr gut. Schalten wir da auch das Signal aus, dann ist gut. Ach, wolltest du heimlich die ganzen... Oh nee, wie er sich gerade einen Schritt fasst. Oh nee, das ist ein Spanner gewesen. Oh Gott. Da wollte heimlich hormongeplagte Jugendliche fotografieren. Oh. Laserpistole. Und das Licht aus. Genau, ich glaube, so wird jetzt was getriggert, dass jetzt gleich irgendwas ankommt. Vielleicht irgendeine legendäre Kreatur. Ich weiß, da passiert noch irgendetwas, jetzt wo wir den Film gewechselt haben. Die Kreatur aus dem Sumpf. Ich finde das schon sehr geil. Ah, verstehe. Und das eine ausschaltet, dann geht das andere hier an. Ah, okay. Ich weiß noch, wir triggern irgendetwas. Ich weiß, hier fühlt sich jetzt irgendwas angesprochen. Lösen wir die Falle aus. Wir sind ein Teenager im Autokino. Komm schon, Bestie, zeig dich.
Da lassen wir ein kleines Andenken. Weil ich weiß noch, da war irgendetwas mit dem Autokino gewesen. Wir konnten da irgendetwas triggern. Moment, ich höre was. Ja, ich höre was. Ich habe Kopfhörer auf. Ich höre was. Gut, da war nichts. Aber wir sind gleich da, wir sind gleich da. Ich fürchte, dass mir was folgen sollte. Cool. Oh, eine Quantum, gib her. Geil. Geil. Ach, hier können wir noch ein paar Waffen verbessern und so. Ja, ist ja geil. Oh, provisorische Batterien. Gib her, ist für alles auch schwer, aber egal. Wir brauchen Werkzeug. Oh, scheiße. Das sind Red-Türsche, aber die greifen mich ja nicht an, ne? Autsch! Komm, ich sag's noch. Scheiß Vieh. Stopp, du scheiß Vieh. Jetzt wird geballert, was ist da los? Hallo? Wenn geballert wird, würde ich mitballern. Scheiße. Moment. Alter, bleib liegen. Das waren Supermutanten. Ich mir hängen deine Eingeweide um den Hals. Ein Kollege von dir wollte sie sich um den Penis hängen. Wieso hältst du so viel aus, Mann? Na, hier kommt die Munition, verballer ich dich. Wir müssen da lang. Wir wollten Werkzeug holen, deswegen sind wir hier. Hab was gehört. Nein! Ich habe einen Terroristen bedroht. Ich habe völlig vergessen, dass ich ihn abgespeichert habe. So. Ich habe ja nicht ohne Grund da oben gepennt. Ich habe ja nicht da ohne Grund geschlafen. So, gib mal her. Nur das wertvolle Zeug will ich mitnehmen, genau. Schlüssel von den Typen da, genau. Ich habe mit meiner eigenen Mine in die Luft gejagt. Ach Gott. Hä? Achso, ich habe mich gerade gewundert, ob es nicht weiter hochging.
Eins. Ich will nur das wertvolle Zeug mitnehmen. So, was von euch beiden haut mehr rein? Ach, weil das Ding so ein Reflex wie sie hat. Ah, das ist cool. So. Nur nicht wieder selber in die Luft jagen. Moment. Die Fallensteller, okay. Angst, so fängt's an. Ich kann's riechen, das Blut. Vorsicht, Granate. Wenn du welche wirfst, werf ich auch welche. Das tat wenig, wa? Gutes Zeug bei dir. Oh, jetzt hat sich auch auf der geballert hat. Hört sich nach einem Ghoul an. Ach, bestimmt verkrüppelt. Moment. Bam. Dupdidu, 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 dupdidu. So. Kleber okay, nämlich auch mal mit. Alter. Fahrstuhl, auf geht's. Ist irgendwo ein Knopf? Keiner? Okay, jetzt bin ich enttäuscht. Warte, ich höre was. Scheiße, Mann. Autsch. Bleib liegen, Lusche. Auf der anderen Seite, nicht wahr? Oh, scheiße. Oh. Schrei mal nicht so. Pam, one hit. Fellbündel. Ja, ich höre es rascheln, ich höre es rascheln, ja.
Du lebst doch bestimmt noch, oder? Yep. Du bist so abgrundtief hässlich. Geblockt. Bleib liegen. Oh, fuck. Du bist auch so abgrundtief hässlich. Gehen durch den Keller durch. Wo hatten wir auf dem Dach vorhin noch irgendwas? Warte mal, wir müssen mal ganz kurz aufs Dach gehen. Guck mal, die Dash. Experte. Für uns doch kein Problem. Geschafft. Das gefällt mir auch ganz gut. Meins, meins. Und wir gehen natürlich durch den Keller durch. Ich schaff das schon. Scheiße. Hab dich. Das wär's. Oh. Der hat's nicht gesehen, ne? Der hat uns noch nicht gesehen. Die sind jetzt alle auf dem Weg zu uns. Wer für Cocktail? Oh, scheiße, ist der fett. Na, komm doch her, Fetti. Liegen. Oh Gott, ist der hässlich. Brenne. Oh, das ist gut. Reduziert durch menschlich verursachten Schaden. Das nehme ich doch immer gerne an. Loading. Wir haben ja auch eine Laserpistole, damit können wir auch ein bisschen rumballern. Aber dafür war auch noch ein paar Schuss übrig. Ich vergesse, wir müssen Munition für die guten Waffen sparen, von dem her können wir auch mit denen ein bisschen rumballern. Ich sehe ihn. Gute Nacht. Gib mir das Werkzeug. Gib her. Bei der Arbeit gestorben. Für mich gibt es doch nichts Peinlicheres, als bei der Arbeit zu sterben.
Hier oben gibt es bestimmt auch noch einen Gegner, oder? Nee. Schrauben, Vakuum, sehr gut. Fellbündel, wie viel ist denn das eigentlich? Oh, Leder kriegen wir dadurch, sehr gut. Oh, Scheiße, weg da, weg da, weg da! Bleib liegen. Das Ding hat seinen Nutzen erfüllt. Sehr gut. Ballet noch damit ein bisschen rum. Was gibt's denn da drin? Sehr gut, sehr gut. Hallöchen. Ein Aufklärungskampf hinter. Es gibt zwar nichts, keine dämlichere Kombination, aber hey. Mir egal. Nur 4 Schuss, aber guck mal hier, wie hochwertig das Ding ist. Das Ding ist eine Menge wert. Ach, deswegen habe ich so viel Schaden bekommen. Weil ich keine Mütze auf hatte. Ah, nee. Wir haben es so weit raus hier. Wie wir rausgehen, ist egal. Hauptsache, wir kommen wieder zurück. Ich muss dringend mal wieder speichern, irgendwo pennen gehen, dann abspeichern, weil es kann wirklich passieren, dass wir wieder unterwegs irgendwo sterben. Das wäre extrem peinlich. Lecker. Du bist überlastet, du kannst nicht rennen. Pulaski, Atombunker für kleines Geld. Ich überlege nur gerade, wie gehen wir am besten zurück? Kurz ein bisschen stärken, so. Brauchen wir wirklich so viel Leder? Ich glaube nicht. Aber ist verdammt viel wert, muss man dazu sagen. Schön, dann gehen wir wieder zurück. Das da oben, ich würde das da oben nochmal kurz erkunden wollen. Was gibt's denn da oben? Hoffentlich sterbe ich nicht unterwegs. Oh,
Scheiße, was ist das? Ach, Jaguar, ja. Mit Jaguar kenne ich mich aus. Komm her, du. Glücksbär hier, komm her, du. Ja, vor Jaguar habe ich keine Angst. Jaguar sind irgendwie so große Glücksbärchis, also. Vor dir braucht man sich nicht fürchten. Na, was haben wir denn hier? Das sieht noch so unberührt aus. Was ist hier... Was ist das für ein Ort? Jetzt wäre es, sieht noch... Ich wollte gerade sagen, er sieht nicht allzu sehr zerstört aus, aber... Oh. Moment. Ich kann nicht mehr richtig mehr reden. Mit Nachtsicht, genau. Nachts, ich geb mal her hier. Ah. Ich kann nicht besser sehen. Mit der Waffe vom eigenen Kumpel getötet. Och. Du kannst dich nicht verstecken. Nicht für immer. Oh, da drüben. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Soll ich Angst haben oder was? Komm, streng dich doch mal an. Streng dich doch mal an, Keule. Willst mich verarschen? Streng dich an, Keule, sagte ich. Ich sag nur, streng dich mal an. Das ist geil. Die schweren Dinge finde ich immer richtig cool. Ja, bin allerdings ein bisschen überlastet. Ich habe zwar eine Menge geiles Zeug, bin aber ziemlich überlastet. Das ganze Schwere behalte ich natürlich. Für Metall reicht abends immer geil. Uff, was hau ich noch raus? Ist aber verdammt viel wert, das Zeug. Ja. Ich muss zyklus werden, ja. Der Bedien, das Ding gibt allerdings Öl, Sprühlappen, Raketenspielzeug, das haben wir auch mal weg. Sehr schön, kann weitergehen. Wieder überlastet. Oh, Hallöchen. Ich nehme mal die Patronen mit. Danke. Oh, ja, das sieht geil aus.
Harpune, wiegen aber auch dementsprechend die Dinger. Ich meine, macht verdammt viel Schaden, wenn man die richtige Kanonen dafür hat, aber an sich. Da will ich jetzt nicht runter. Wäre zwar eine geile Abkürzung, aber... Ich muss Ballast abwerfen, okay. Impro-Pistole. Was haben wir raus? Was haben wir raus? Ja gut, ich glaube, die einfachste Lösung wäre einfach, wenn ich mich von einem Fellbündel mal trenne oder von ein paar mehr. Die geben immer so schön viel Geld. So, jetzt weiter einsammeln. Jetzt wird schön nach Hause gegangen. Und ohne Widerrede. Keine... Oder was? Nein. Dupti-du, dupti-dupti, dupti-du. Oh, fuck, eine Todeskralle. Okay, genau dafür habe ich ja Rachel dabei. Rachel killt die fetten Viecher. Dafür habe ich Rachel dabei. Dafür habe ich Rachel dabei. Darum spare ich mir auch die Munition für Rachel. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Uff. Du kommst in die Suppe. Munition, was kann ich weghauen? So, geht auch wieder. Wunderbar. Wir müssen ganz dringend nach Hause laufen. Oh, eine Siedlung. Das dürfte theoretisch die Daltonform sein, oder? Form der Daltons, geil. Das ist... Hier kann man richtig geil bauen. Hier kann man was richtig Fettes hinbauen. Und hier müssen wir, glaube ich, auch mal für die Oma dort noch was bauen. Beziehungsweise noch Questen. Ich weiß aber, wir können die Werkstatt jetzt noch nicht in Besitz nehmen, da uns hier die Nebelkondensatoren fehlen. Also machen wir das Ding später. Jetzt sind wir durstig, wir gucken mal. Ausgetrocknet, gut, trinken wir noch ein bisschen was. Da kriegen wir auch wieder ein bisschen... Warte, Nuka, wir haben noch einen Nuka. Noch immer ausgetrocknet, jetzt sag mal. Das ist ein Mörderkäger. Oh, vor allem sah das Ding anders aus. Komm her, du. Autsch. Pam.
Bist du belastet, wir müssen eher abhauen. On the road again. Minen! Hab dich. Ich hab dich auch. Das ist ja beinahe schief gegangen. Gruselig ist das hier allemal. Man darf glücklich auch nicht erwähnen, dass ich in der Nacht spiele. Ja, hier gibt es diese Wimpower-Rüstungen, ja. Wim. Geil. Haben wir Fusionskern da. Die haben bereits einen Fusionskern. Aber Problem, ich weiß nicht, ob ich denn überlastet bin. Aber geil, das ist eine Wim. Eine Wimpower-Rüstung. Geil. Alter, geil. Wenn nicht, nehme ich das Ding auf den Rückweg mit, wenn ich dann... Fuck, das könnte vielleicht auch ein bisschen lange der Weg sein, oder? Ach komm, so weit ist der Weg auch wieder nicht. So weit ist der Weg auch wieder nicht. Komm, wir ziehen das durch. Wir haben eine Wimpower-Rüstung. Hihi. Komm, die kriegen wir nach Hause. Die bringen wir noch nach Hause, komm. Dann gehen wir halt sämtlichen Konfrontationen aus dem Weg. Punkt, das Ende. Naja, Fallensteller vorsichtig, das ist ein Lagerfeuer. Alter, das sieht so geil aus. Eine Wimpower-Rüstung, Alter. Ich weiß, es ist eine T51 mit der Modifikation, beziehungsweise mit der Lackierung. Die T5 Hood. Die T51 Power-Rüstungen, die wurden ja damals auch als Werbeträger verwendet. Die standen halt so in den ganzen Supermärkten rum, die Power-Rüstungen, ja. Schaffen wir das noch, oder werden wir unterwegs der Saft ausgehen? Komm schon, lade dich schneller auf, komm schon. Wir können nicht rennen, ich weiß, aber wir können schneller vorantraben. Okay, wir sind fast da. Hier ist schon der Übergang, da müssen wir hinkommen. Na komm, wir schaffen das. Was ist das? Komm mit Einkaufskorb, du kommst mit. Ach Mist. Wisst ihr, voll der Superlandstreicher. Wir haben eine dicke Power-Rüstung an und schieben unseren Einkaufswagen vor uns her. Ah, traurig. Aber gerne unsere erste Power-Rüstung hier in den DLC. Das ist doch richtig geil. Wim. Fusionskerne ausreichend. Der Saft reicht noch vollkommen aus. Und hier an der Stelle können wir... Das ist so ein ganz dünner Laufsticker. Wir können da zu unserer Hütte hingehen, die wir gebaut haben.
sagen, im nächsten Pod gehen wir dann das Quest ab, ne? Komm schon, die paar Meter, das schaffen wir auch noch, komm. An der Power-Rüstung finde ich geil, dass die Lampe in der Mitte ist und nicht wie bei den anderen an der Seite. Design ist zwar etwas, ja, es fügt sich nicht ganz in die Regel der Power-Rüstung mit ein. Also es sieht nicht aus wie die T-45er und auch nicht wie die T-61, weil ich muss sagen, T-45 und T-61, die sehen beide ziemlich identisch aus. Aber die T-51er, die ist noch was anderes. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also... Ich kann nicht sagen, dass ich das Design nicht mag, ich kann aber auch nicht sagen, dass ich das total geil finde. Es ist so irgendwo dazwischen. Ich finde es irgendwo dazwischen, das Ding. Ich finde es halt, ja, es ist halt, es haut halt rein, es ist halt eine geile Power-Rüstung. So, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, bis gut, meine Freunde. Ciao. You're pretty good.